Afrikanische Grüße zu OG versus TC, ja. Jetzt nach dem letzten Sommer, wir waren dabei. Und ja, heute mit dem Thema Nachos versus Popcorn. Also wenn du im Kino Nachos bestellst, dann brauchst du auf jeden Fall nochmal mehr Geld im Kino. Wieso das denn? Ja, weil, keine Ahnung, die sind so trocken, dann musst du gleich nochmal 5 mal 0,5 Liter Cola bestellen. Ich verstehe schon, weil Cola ist ja schlecht. Warum? Schlecht. TC. Scheiße. TC. Ich hab sie gesagt. Mann, komm schon. Salzige Popcorn, ja? Schmeckt nicht gut. Also, keine Ahnung. Naja, dann bestell dir doch einfach die Süßen. Scheiße, bist du schon mal auf die Idee gekommen? Nein. Nachos. Was so schön knuspert in meinem türkischen Mund. 2 in 1 Popcorn-Eimer! Du kaufst dir ein XXL-Ding und kannst 2 Sachen draus machen. Wie zum Beispiel, ich bin der Popcorn-Ritter. Damn, 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 damn. Oh. Weißt du was, Nachos passen nicht in das Loch der Armlehne. Hä, Popcorn aber auch nicht. Nein, musst du reinquetschen, so. Dann springen alle hoch, dann fängst du die auf und kannst da reinstecken. Tizi, du schaust viel zu viel Cartoons. Das geht in echt nicht, wirklich. Also ich meine, ich habe früher auch mal den Fehler gemacht und habe mir Popcorn geholt, ja. Das Problem dabei war halt, es war bevor der Film anfängt, in der Werbung sind die schon alle. Was will ich damit? Ich spare mir lieber die Popcorn-Nachos, ne? Ja gut, dann steckst du einfach deinen Finger im Mund, brichst wieder alle raus und kannst sie wieder von vorne essen. Katsching! Bäh, ekelhaft. Ekliger. Dir fallen die Nachos auf den Schoß, die ganze Soße ist auf deiner Hose. Du fängst an, dir in die Eier zu hauen, weil die Käsesoße so heiß ist. Du schreist dir die Seele aus dir, dass das Trommelfell deiner Freundin platzt. Deswegen fängst du an zu schreien, rennst schreien aus dem Kino. In diesem Moment stürzt ein Flugzeug ab und dann hast du die 5 Euro umsonst ausgegeben und kannst dir die Reinigung für die Hose ersparen. Nett, Scheiße. Nett, aber wieso liest du das ab? Ja, wenn ich so schnell rein, dann kann ich nicht so schnell hinterherkommen, weißt du? Hey, Tizi. Ja? Weißt du, woher das Wort Popcorn kommt? Vom Poppen. Nee, aber ich wollte, dass du es sagst. Na, ich wusste, dass du es sagst. Stell dir das mal vor. Du hast eine Popcorn-Tüte mit Popcorn drin. Ja. Deine heiße Freundin sitzt neben dir im Kino. Ja. Und unten in der Popcorn-Tüte ist ein Loch. Da greift doch die Freundin auch mal gerne tiefer an die Tüte, wenn du verstehst, was ich meine. Keine will die restlichen Maiskörner, die immer unten drin liegen. Fuck, da ist er wenig bedacht. Da greift sie sicher nicht rein. Dann bringe ich halt die Maiskolben zum Poppen. Oh nein! Nein! Diese ist ein Spasti. Ah, aber spontan! Woo! 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 Kennst du das, Mann, wenn du auf einen Maiskorn, der nicht gepoppt ist, beißt? Ich spreche aus Erfahrung, Mann. Das ist nicht lustig. Gut, dann haben wir heute erfahren, dass Popcorn ziemlich gefährlich sein kann, aber auch Nachos mit heißer Käsesoße auf dem Schoß. Drum beenden wir dieses Video ab jetzt. Ihr könnt uns noch in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Und wir haben euch letztes Mal gefragt, Kino versus DVD-Abend, das habt ihr geantwortet. Und Os geht jetzt zum Zahnarzt. Tschüss.